Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Und wir sind wieder mal auf der wunderschönen Zielonka-Map, auf der wir ja hauptsächlich mit den neuen Feldfrüchten arbeiten. Und ihr seht es schon, ich habe da hinten ein bisschen was angesät. Hier sind jetzt mittlerweile die Karotten drauf und auch die anderen Felder sind soweit fertig, bis auf eines noch. Und da möchte ich jetzt gleich mal was ausprobieren, so wie ich überhaupt auf der heutigen oder an der heutigen Folge zwei, drei Dinge ausprobieren möchte. Aber als erstes schnappen wir uns mal den John Deere, denn ihr seht es ja. Jetzt muss ich nochmal aussteigen, sonst seht ihr es nämlich nicht. Also hier habe ich nochmal Dämme angelegt und ich habe jetzt hier diese Kombi gekauft mit der kleinen Saatmaschine und eben auch mit dieser Dammfräse. 3 Meter Arbeitsbreite, beide zusammen. Und da kann ich eben die Dämme machen und gleichzeitig auch die Saat ausbringen. Jetzt ist mir auch nur aufgefallen, beziehungsweise wenn ja das Feld schon gepflügt ist, dann bräuchte ich doch eigentlich nicht, denke ich mir, noch einen Damm zu fräsen. Deswegen will ich jetzt mal gerade mal Folgendes ausprobieren, denn wir haben noch ein Feld und da will ich noch rote Beete ausbringen. So, einfach aus dem Grund, weil wir ja für unseren Holmer ja entsprechende Schneidwerke haben für Karotten und rote Beete. Und auf dem Feld hier vor uns, da habe ich schon die rote Beete ausgebracht. Und wir haben ja jetzt auch gesagt, wir werden jetzt nicht mehr die Felder dritteln, sondern wirklich jedes Feld als Ganzes machen. Und da oben habe ich jetzt noch ein einziges Feld. Da will ich jetzt noch auf jeden Fall die rote Beete, deswegen gleich mal umschalten, rote Beete ausbringen. Und das Feld ist ja auch gepflügt. Und deswegen glaube ich, werden wir jetzt auch gar nicht hier mit der Fräse rüber müssen, weil es geht ja auch ohne. Denn wir haben ja festgestellt, im Prinzip hilft uns die Fräse, dass wir kein Unkraut auf dem Feld bekommen. Also so war eigentlich mal die ursprüngliche Idee. Aber wenn wir ja das Feld gepflügt haben, haben wir ja auch kein Unkraut. So, nicht, dass der Johnny hier deswegen schneller ansät. Weil mit der Maschine sind es nur 10 km/h. Aber ich denke, er tut sich deutlich leichter, wenn wir ihn jetzt so losschicken und eben mal ohne Dampffräse arbeiten. Dampffräse. Ich sage immer Dampffräse. So, okay. Wir schauen mal. Stickstoff, klar, da müssen wir noch drüber. Das ist natürlich ganz klar. Das Gerät hat keine Düngefunktion, also müssen wir da nochmal drüber. Aber der Rest soweit passt eigentlich. Okay, okay, okay. Dann springen wir jetzt mal rüber zu unserem nächsten kleinen Projekt. Weil hier lassen wir den Helfer jetzt erstmal arbeiten und die rote Beete ansehen. Denn ich habe in der Zwischenzeit wieder 2 Felder gekauft, denn wir wollen ja uns ja ein bisschen in Richtung Big Farm bewegen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es läuft eigentlich ganz gut. Jede Menge Konserven und Suppen sind auch da. Wir können auf jeden Fall Geld machen. Ich habe noch mal ein bisschen was aufgenommen, weil ich eben noch 2 Felder gekauft habe hier bei uns ganz in der Nähe und die will ich jetzt zusammenlegen, damit wir hier ein bisschen was Größeres haben. Und wir haben ja die Mühle als Produktion und deswegen werden wir jetzt noch Sorghumhirse ansehen. Und auch da habe ich was Spezielles vor. So, allzu weit müssen wir gar nicht. Zack. Jo, ihr ahnt es vielleicht schon, hier die 2 Felder sind es auf der linken Seite. Hier rechts haben wir ja Sonnenblumen und hier haben wir die 2 Felder und die möchte ich jetzt verbinden. Okay. So, mal hier ein bisschen eine richtige Sitzposition einnehmen. Jetzt überlege ich nur gerade, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ja, müssen wir ein bisschen schräg machen oder sollen wir das wirklich gerade hochziehen? Ich überlege, aber eigentlich ist der Weg ja genau gerade und deswegen könnten wir das ja eigentlich dann so hochziehen. Müssen wir dann noch ein bisschen was machen dran? Okay. So, erstmal das Gerät ausklappen. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich sowas nicht wie GPS oder so. Wir müssen immer von Hand gucken, dass wir gerade fahren. Auf der anderen Seite denke ich gerade. Naja gut, wir können es auch ein anderes Mal noch rüberziehen.
So, okay. Und an der Stelle natürlich auch immer wieder der Rat, bevor ihr sowas macht, natürlich immer erstmal safe. So, ich werde jetzt auch nicht das gesamte Feld pflügen, sondern ich habe was anderes vor. Ich will das mal ausprobieren, denn ich habe von Horsch ein interessantes Gerät gesehen. Das möchte ich jetzt aber ausprobieren. Das ist ein grober, aber mit Sätechnik. Da werden wir dann gleich mal schauen. Okay, also das Feld ist generell kleiner. So. Ja, wie gesagt, beim Felderziehen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ruckzuck hat man dann wieder irgendwo einen Schlenzer drin. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Sodele. Weil ich finde es eigentlich ganz gut so. Aber das ist tatsächlich etwas breiter. Naja, okay. So, jetzt verbinden wir das hier auch noch. Und für diesen Gruber mit Sätechnik brauchen wir auf jeden Fall auch wieder 220 PS. Und da kommt nur dieser Messe in Frage im Moment. Das ist, wie gesagt, unser richtiges Arbeitstier für die großen Geschäfte. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, müssen wir die Felder auf jeden Fall kalken, obwohl das ja so aussieht, als wenn sie gekalkt wären. Okay, lass mich mal schauen. Ja, pH-Wert schlecht und da ist der pH-Wert auch... Oh je, oh je. Also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Und wenn wir schon nicht pflügen, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Augenblick. Auf Felder begrenzen. Genau. So. Ja, dass wir immer das Ding das nächste Mal wieder aufklappen, aus Versehen natürlich wieder Felder erstellen. Also wie gesagt, ich möchte mir jetzt hier das Pflügen erstmal sparen. Aber ich lasse mal die Gerätschaften hier in der Nähe, falls wir sie dann doch noch brauchen. Ja, sieht alles hier ein bisschen wild aus auf dem Hof noch, ne? Weil wir noch nicht so viele Unterstände oder Platzierungsmöglichkeiten haben. Aber wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wie wir das eben mit den Gerätschaften machen, welche Gerätschaften wir dann auch wirklich hier haben. Und dann will ich auf jeden Fall expandieren, nämlich auf die andere Seite dort rüber. Um auf jeden Fall, denke ich, in die Richtung Viehwirtschaft, Kühe sollten es dann noch sein. Entweder ein schöner großer Kuhstall hier drüben hin, weil ich finde es dann richtig cool, wenn wir das hier ein bisschen abgesenkt machen und dann hier diesen Weg haben, der praktisch durch den Hof führt und auf der Seite eben dann Stallungen und entsprechend Getier. So, jetzt fällt mir aber ein, wir müssen erstmal hier... Dann werden wir das Ganze erstmal wieder auswerfen, weil hier haben wir das Saatgut drin. Das würden wir aber auch gleich brauchen, natürlich bei der Rote Beete. So, wenn wir das Ganze schon hier rauswerfen, dann machen wir das auf dieser Seite. Oh, ich fasse es nicht. Jetzt hat er das aufs Feld geschmissen. Toll. So. Da haben wir noch Kalk. Im Regal haben wir noch Kalk. Jo, dann werden wir nämlich das Feld oder die beiden Felder oder das große Feld jetzt erstmal kalken. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die Felder relativ günstig waren, aus dem einfachen Grund. Ja, die erwarteten Erträge auf dem Feld sind nicht ganz so üppig. Ich glaube, da sind wir irgendwo so bei zwischen 90% und 95%. Aber okay, dafür ist es in der Nähe, dafür war es günstig und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir das auch optimal herrichten, damit die Erträge wesentlich sich überhaupt rechnen. So, sehen wir hier aus der Entfernung, ob der Johnny noch unterwegs ist. So, dann machen wir das Ganze hier gleich mal voll.
Und der müsste ja jetzt auf jeden Fall drüber hinausfahren, der Helfer, nachdem er jetzt die beiden Felder hier zusammengepackt haben. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen blöde, weil... Ja, ich überlege gerade, sollen wir lieber erst später, wenn es gegrubbert ist, drüber fahren mit dem Kalk, weil wir sehen ja so überhaupt gar nicht, wie das jetzt mit dem Kalk aussieht, oder? Doch, im Radar würden wir es sehen, glaube ich. Jetzt weiß ich wieder nicht, der Kalk ist, glaube ich, da streut er schon sehr weit, oder? Ja, toll, er sagt kein Feld gefunden. Nee, Kalk streut er gar nicht. Der sagt, kein Feld gefunden. Weil schon gekalkt ist. Ja, okay, Planänderung. Dann werden wir erst ansehen und grubbern und dann drüber kalken. Ich vermute, dass es dann geht. Okay, jetzt schauen wir nochmal, was der Johnny macht. Er ist leer, das trifft sich. Gut, Motor an. Und dann holen wir hier erstmal neues Material. Genau, dann holen wir jetzt erstmal wieder Saatgut. Viel passt da nicht rein. 16 Liter, glaube ich. In den 6 Meter, da haben 32. Praktisch genau das Doppelte reingepasst. Aber gut, da hat er natürlich auch die doppelte Breite gemacht und somit eben auch logischerweise das Doppelte an Feld bestellt. Ja, wie gesagt, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Da müssen wir nochmal uns überlegen, wie wir das Ganze handeln. Aber wir wollen ja auch nicht jedes Mal die Felder pflügen. Und deswegen müsste das ja eigentlich mit der Dampffräse auch so funktionieren, dass wir dann in der Summe drüber gehen. Und da ja so eine Art Kreiselfunktion drin ist, so eine Kreiselecke, müsste es ja auch so, oder ist es ja auch so, dass er eben, wenn er das Feld bearbeitet hat und die Dämme da sind, wir kein Unkraut auf dem Feld haben. Das werden wir jetzt natürlich, nee, das haben wir ja gepflügt, auch da nicht. Aber wir werden, ihr habt es ja gesehen, auf den zwei Feldern, die wir zusammengelegt haben, da wächst bereits das Unkraut. Und wenn wir natürlich nur mit dem Grubber drüber gehen, dann wird da auch Unkraut wachsen. Aber wir haben ja in der Zwischenzeit eine Spritze. Und dann können wir das auf jeden Fall entsprechend bearbeiten. Und wir haben ja auch einen Striegel. Und da müssen wir auch mal schauen, wenn wir ja Getreide und Sorghum hier sind, müsst ihr auch dazugehören, dann können wir da auch mit dem Striegel drüber gehen. Das werden wir alles feststellen im nächsten Monat. Wir sind ja jetzt im Mai. Und im nächsten Monat können wir dann vermutlich mit dem Striegel drüber gehen. So, glücklicherweise war das jetzt hier gleich am Anfang des Feldes. Gut, der war sowieso nicht, glaube ich, voll. Dann müsste das jetzt passen. Sehr schön, sehr schön. Okay. So, wo ist unser Messi? Hier ist er. Jetzt muss ich überlegen. Das Gewicht muss ich hier lassen. Oh, das Gewicht muss ich hier lassen. Ganz wichtig. Dann fahren wir mal zum Händler und schauen uns mal an, was Horsch alles im Paket hat. Bezüglich Seetechnik, denn ich habe das Horsch-Päckchen installiert, das DLC, und da hat es ein paar schöne Geräte. Und da werde ich jetzt mal ein neues ausprobieren. Wie gesagt, einen Grubber, wo man dann optional die Aussaat noch durchführen kann. Und 6 Meter, 220 PS brauchen wir. Und dann gibt es natürlich, oder dazu braucht man dann natürlich den vorderen Tank. Deswegen habe ich auch das Gewicht da gelassen am Hof. Ja, man muss da immer ein bisschen ein Auge drauf haben und etwas vorausschauend planen. Jo, und dann können wir nämlich diese Sorghumhirse natürlich zu Mehl verarbeiten in unserer Mühle. Diese Mühle hat übrigens auch den schönen kleinen Nebeneffekt, sollten wir dann noch in die Viehwirtschaft mit einsteigen, dass man dort auch Schweinefutter herstellen kann. Also diese Mühle mischt dann entsprechend Mais, Getreide, Raps und so weiter, Kartoffeln und Zuckerrüben und so entsprechend dann auch noch
zu Schweinefutter, wenn man das möchte. Also sie macht nicht nur Mehl, sie macht nicht nur Öle, sondern sie macht auch Schweinefutter. So, jetzt schauen wir mal rein. Im Gebrauch war ja nichts. So, und wir gehen jetzt mal zu Seetechnik, beziehungsweise ich zeige euch mal das eine, was ich mir überlegt habe. Hier im Horsch-Paket, da gibt es diese Aggravation Pack, da hat man dann diesen Zusatztank. Und die Maschine fährt mit 20 km/h drüber, 6 Meter Arbeitsbreite, 200 PS. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte gewesen. Ne, da kann man dann auch ein bisschen modifizieren. So, vorne noch Spurlockerzinken hinmachen und hier die Seetechnik noch ein bisschen modifizieren. Jupp, aber das wäre jetzt meines Wissens zur Benutzung Radgewichte genau. Da haben wir natürlich nur reine Seetechnik. 50.000 plus die 19.500, also 70. Alternativ habe ich eben gesehen, war es bei Scheibenecken? Nee, es war nicht bei Scheibenecken, es war bei den Grubbern. So, hier. Das Gerät, das bietet alternativ die Möglichkeit. Und hier steht, Flachgrubber werden für die flache Bodenbearbeitung oder die Herstellung des Saatbetts benutzt. Also wir können das Gerät dann auch unterschiedlich einsetzen, eben um das Saatbett herzustellen. Zum Beispiel, nachdem wir gepflügt haben. Aber wir sehen hier 6 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h, 220 PS. Und in der Kombi gibt es hier eben dann auch diesen Tank für vorne. Und was steht hier noch? Nee, da steht nichts bezüglich der Reifen. Aber wenn wir uns das Gerät hier anschauen, dann kann man das nämlich nur als Grubber nehmen oder eben mit Saat-Säeinheit. Und das würde ich gerne mal ausprobieren wollen, ob wir da jetzt über dieses Feld fahren können, ansehen können. Und ich nehme das Ding jetzt so, wie es ist. Es gäbe noch verschiedene Optionen hier, dass es auch ein bisschen kleiner ist, vom Design her und natürlich auch günstiger. Aber ich würde jetzt hier tatsächlich in die Vollen gehen. Dann sieht es nämlich auch ein bisschen aufwendiger aus. Und dieses Gerät würde ich jetzt einfach mal, ich denke, das werden wir gleich kaufen. Weil wir ansonsten haben wir definitiv ja auf jeden Fall den Grubber. Und jetzt brauchen wir in der Kombi natürlich den Tank. Wollen wir da auch Reifen? Roller, Packroller. Ein Rollpackpacker. Okay. So, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt für uns darstellt. Sudele, wie war's? Augenblick. So müsste das passen. Okay, so müsste das passen. Ich gehe davon aus, dass man das einklappen kann. Sehr schön. Und dann machen wir da jetzt unser Saatgut rein und dann versuchen wir tatsächlich mal Sorghumhirse anzusehen mit diesem Teilchen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. So, ich hoffe ja, dass die anderen... Achso, nee, stopp. Der eine Kollege ist ja gar nicht unterwegs, weil wir konnten ja den Kalk noch gar nicht ausbringen mit dem Helfer. So, ja, fahren noch eins weiter. Dann fahren wir hier mal zwischen den Sonnenblumen und den Karotten durch. Und hat sich der andere Helfer eigentlich schon gemeldet, dass er fertig ist? Nee, aber er scheint noch zu fahren, weil oben der Zähler, genau, der Helfer ist noch engagiert. Oben geht der Geldzähler immer langsam runter. Das heißt, der Helfer ist noch unterwegs. So, okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass man da vorne auch irgendwie aufklappen kann. Ja, da tut sich was. Sehr schön. Dann packen wir hier jetzt mal Saatgut rein. Ich glaube nicht. Ach, Dünger oder Saatgut? Ach, das ist ja interessant. Okay, wir machen... Huch. So, automatische Saatstärke deaktivieren. Das wollen wir nicht.
Senken, Gruppe anschalten. Ach, den Gruppe kann man auch anschalten. Okay, wir schließen. Dann werden wir jetzt da vorne, was haben wir gesagt? Sorghumhirse. Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich macht er uns hier nicht einen Strich durch die Rechnung und hat gar keine Möglichkeit, die Sorghumhirse auszubringen. So, nach hinten. Dann schauen wir mal, was der Kollege spricht, ob er loslegt, ob ich da den Helfer starten kann oder nicht, hier zum Ende der Folge. Jedes Mal immer wieder spannend. Okay. Dann schauen wir mal, was der Helfer tut. Er tut etwas. Okay, sieht doch ganz nett aus. Er bringt auf jeden Fall das Material aus. Und da vorne sind wieder die Schläuche. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, dann machen wir mal ganz kurz das Hilfefenster aus. Sie fährt auch hier rüber. Das ist auch sehr gut. Das klappt soweit. Sehr gut. Dann gibt es hier erstmal ein schönes Thumbnail. Zack. Okay. 6 Meter Arbeitsbreite, dann schauen wir mal dann hier rein und das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wunderbar. Dann haben wir hier eine Seetechnik mit 6 Metern. Und wir haben gleichzeitig aber auch einen Flachgrupper, um die Felder zu bearbeiten. So, wenn ich jetzt hierher gehe, ist natürlich klar, okay, da steht jetzt, muss gewalzt werden. Jupp, Sorghumhirse im Wachstum, klar. Ja, muss gewalzt werden, aber ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Monat auf jeden Fall Unkraut drauf haben. Jetzt schaue ich mal, was der Johnny macht. Der John Deere. Warum liegt denn da jetzt überall? Hä? So, was steht da? Rote Beete im Wachstum, aber es sieht so aus, als wenn er durch wäre. Interessanterweise liegen da jetzt überall diese Blätter. Aber okay, das passt, das sitzt, wackelt und hat Luft. Dann nehmen wir doch den Kollegen mit, aber schauen doch mal sicherheitshalber ins Kärtchen. Ja, da oben hat er anscheinend nicht, da schauen wir nochmal. Obwohl, das macht jetzt da oben auch den Kohl nicht fett. Wir fahren zurück zum Hof. Wunderbar. Ja, da haben wir ja wieder ein bisschen was geschafft und sind jetzt auch fast mit der Aussaat fertig. Genau, und während ich jetzt hier zurückfahre, bedanke ich mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Däumchen oder einen Kommentar schreiben, freue mich da sehr. Und ein Abo wäre natürlich auch herzallerliebst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war wieder mal eine Folge Zielonka, wo wir vor allen Dingen mit den neuen Feldfrüchten arbeiten wollen, im größeren Stil, aber langsam jetzt auch ein bisschen umschwenken auf große Felder und hier unser Big Farm Projekt langsam mit einfließen lassen. So, ich sag Dankeschön, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.